Hallo, einen schönen guten Abend euch und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Hallo Wieso auch von lachst du, wenn ich mir. nur Hallo sage? Nee, ist so Fängt ja schön. schon mal gut an. Ja, hallo auch von mir. Es gibt keine großen Ansagen, keine großen Ankündigungen. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Wir geben uns in die Playzone und legen mit dem Zufallsgenerator los. Gerade sehe ich 13 Challenges, dann passt das mit 15 ganz gut. Und die Zufallszahl sagt, die Nummer 1 ist zuerst dran. Oh, der Blitz-Enemy, der hat von Mal zu Mal mehr Wertzahl, hä? Trainiert immer. Ja. Aber ist ja eigentlich für uns gut, dann können wir maximal viel gewinnen und minimal wenig verlieren. Ja. Oder? Ja, mag sein. Okay, möchtest du die erste Partie machen? Ladies first. Du hast ja heute auch schon mit Schwarzen Turnierpartie gespielt, was sehr gut lief. Und da wir noch keine Vorschläge haben, zumindest habe ich auf die Schnelle keine überblicken können, spiele ich einfach mal das, genau, was ich immer spiele oder häufig. Genau, und von mir einmal an euch in den Chat, wenn ihr euch eine bestimmte Eröffnung wünscht, die wir spielen sollen, dann lasst es uns wissen, dann werden wir das gegebenenfalls spielen. So, ich mache schon mal meine Liste hier fertig mit Weiß und Schwarz. Und wie ich sehe, spielst du. Wie ging das denn nochmal? Ja, C4, vielleicht hätte man direkt D5 spielen können in der Konstellation. Ich weiß das aber nicht so genau. Nein, okay. Nein. Okay, also ist natürlich da vielleicht abwegig. Schon, aber es gibt hier Neidorf. Varianten, die ich nicht kenne. Neidorf können wir machen. Obwohl das ja auch noch hätte Neidorf werden können, ne? Neidorf? Der A4 hängt mehrfach. Ach so, ja, dann denke ich den besser mal. Mist, irgendwie war das ja keine gute. War das nicht gut, wie ich das spielte? Jetzt habe ich ja hier schon. Naja, den Läufer man wird er wohl spielt, nicht glaube ich, geben, nicht. oder? Ja, ich glaube, man spielt den Bauern nicht bis nach A4 vor. Ach, wer weiß. Das sieht doch alles noch in Ordnung aus, oder? Ja, ich ärgere mich trotzdem, wenn ich eigentlich weiß, dass ich die Theorie theoretisch kenne. Wenn man die Theorie theoretisch kennt, ja, das und ist immer wenn so man Sachen. Dann das da aber nicht umsetzen kann. Dame A5 oder sowas? Irgendwie Entwicklung? Ja, man lässt den Bauern auf A5 stehen. Das war echt Gurke, was ich da gemacht habe. Aber ist doch noch hab. Nicht so schlimm, oder? Wenn du Dame A5 machst, stehst du doch aktiv. Ja, aber was soll ich denn da? Also den Grobsangriff mit erstens Plan. G4, möchtest du den spielen? Ja, sehr gerne. Echt? Ja, klar. Erstens G4. Eieiei, na gut. Da muss aber schon gut laufen. Reti, was war denn nochmal Reti? Das müsst ihr nochmal erklären. Reti ist doch erstens F4, oder? Nee, das ist doch Bird. Ja, Reti, Bird. Ich glaube, das heißt so. Meinst du, ist alles gleich hier? Ja, alles dasselbe. Black Madima. BDG. Ja. Spanisch. Ja. Okay, E4 machen. Du halt so langsam. Ja, du hast noch ja auch eine Turnierpartie. Ja, und irgendwie bin ich noch nicht wieder im Schachmodus. Wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Ach. Vor. Ja, Riti war ja erstes Springer F3, aber das ist dann ja, kann es ja weitergehen, wie es will. Weiß nicht, Springer D5, 4, Springer D4, ist der gut, ist der schlecht? Werden wir herausfinden. Ja, werden wir. Weiß nicht, Läufer E6. Hauptsache, du spielst schnell. Aber wir haben ganz schön Rating eingebüßt, ne? 2,550. Ja, aber wir waren schon auch nochmal schlechter. Glaube ich, die letzten Male haben wir dann wieder ein bisschen was an Boden gut gemacht. Hätte ich gesagt. Jetzt ist aber ein richtiges Opfer, aber dafür hast du das Läuferpaar, ne? Ich muss erstmal alles aufschreiben. Da kam viel rein. Königsindisch. Das ist natürlich dann dein Spezialgebiet. Ist aber witzig, dass wir schon immer wieder auch neue Themen haben, ne? Wir haben nicht immer das gleiche an Themen. Ach Gott, ich sehe gerade echt wirklich nichts. Kennst du das, wenn auch manchmal in einer Normalpartie ist das auch so, da hat man das Gefühl, man weiß nicht mal mehr, wie die Figuren ziehen, aber da hat man dann zum Glück ja Zeit nachzudenken. Was ist?
geht so. Fühle ich mich auch gerade so. Wie wäre es, wenn du den D5 mal rausnimmst und dann irgendwie ungleichfarbige Läufer versuchst, nicht zu verlieren? Und jetzt könntest du auf D2 nehmen dann und dann Läufer G5 machen. Das wäre vielleicht ganz nett. Okay, das geht jetzt nicht mehr. Dann vielleicht irgendwie was anderes. Ja. Du machst das schon, du machst das schon. Erstens B3. Ja. Das hatte ich heute für meine Turnierpartie angedacht, ob ich das mal probieren möchte. Habe ich dann doch gelassen. Aber... ja, ja. So, ich glaube, das sind dann auch schon fast... Wie kam das eigentlich? Weil ich hatte nur mitbekommen, dass du dich darauf vorbereitet hast und dann habe ich aufs Brett geguckt und dann kam was ganz anderes. Da habe ich gedacht, hä? Nee, das war nicht ganz so vorbereitet heute. Oh. Was denn? Jetzt schon wieder? Na, der A4. Den kriege ich aber, den kann ich auch nicht mehr decken irgendwie. Na gut, du kannst Springer C6, Läufer F6 machen. So. Erstens B4. Erstens B4 ist immer noch besser als erstens G4, ne? Also das spiele ich schon deutlich lieber, aber schauen wir mal. Ja, jetzt Läufer F6. Du stehst doch richtig gut. Was, richtig gut? Richtig gut, das verlierst du nicht. Ja, jetzt muss ich nur noch hier mit der Zeit hinkommen. Ja. Aber... ah, dein Springer. Na. Springer da so irgendwie. Ach, hier, ich hab Falle. Wenn auf C5 schlägt. Ach so. Was dachtest du denn? Jetzt ist der aber trotzdem weg hier. Ja, vielleicht. Oh Mann. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Tja, ich halte mich da raus. Oh ja, jetzt. Ich kann einmal da jetzt natürlich, du musst ja auch so schnell spielen, da kann ich nicht so viele Tipps geben. Also ich habe auch, ich habe da keinen Tipp gerade. Läufer E5, ja, das ist gut. So gut gemanagt, keinen Bauern zu verlieren. Ja, ist wahrscheinlich trotzdem noch richtig schlecht. Ja. So, was geht im Chat sonst noch so ab? Ja, viele von euch haben auch gespielt dieses Wochenende. Wie wir sehen. Oh, Springer C6 und dann kommt er nicht mehr so weit raus. Ja, okay, das weiß er zu verhindern. Ist es Remi? Muss. Frag mich. Es muss Remi sein. C-Bauer nimmt. Ah, ist eigentlich egal. Du kannst schnell nach D6 oder so gehen, ne? Läufer E5. Das ist Remi, ne? Du musst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Remi ist. Zeit. Das ist der Nachteil. Wie stelle ich mich jetzt hier mit den Bauern hin? Auf Schwarz auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal. Gleich noch G5. Ja. Und dann einfach nur schnell. Jetzt laufe ich einfach nur mit dem Läufer hin und her quasi, ne? Ja, bis er mit dem König halt so komplett... rumgeht nach E8, dann musst du. Ja, das könnte schon verloren. Ja, also. Ich kann ja auch mit dem König noch hier hin. Ja, das ist eine gute Idee. Wieso mal Remi? Macht er nicht. Soll ich einmal mit der Maus das übernehmen? Das ist schon immer ganz schön gemein. Ja, dann schaue ich doch mal, was ihr so schreibt. Also, teilweise habe ich auch im Chat schon gelesen, wie ihr so am Wochenende gespielt habt. Manche mehr erfolgreich, manche weniger. Aber so ist es ja immer. Bei uns lief es ganz gut. Wir haben gewonnen gegen Erfurt. Aber wir wollten ja eigentlich aufsteigen in die zweite Bundesliga. Das haben wir uns beim letzten Wochenende. Oh, dreimal die Gestellungswiederholung. Das kam das überraschend. Ja, beim Blitz. Vor allem erst mit dem König einmal hin und zurück und dass das jetzt dreimalig auf einmal war. Oh, viel zu spannend für die erste Partie. Das war das letzte Mal auch schon ähnlich. Da habe ich am Anfang
nicht so gut gespielt, dann war es besser und dann hatte ich keine Zeit mehr und dann hast du es fertig gemacht und dann ja, mit einer Sekunde 6. auf der Uhr oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Ach, so viel. Also von locker reinkommen kann nicht die Rede sein. Was war das denn für eine Öffnung? Können wir schon was abhaken? Also außer, also ich habe Sizilianisch gespielt und dann klassisch. Naja, es hätte ja Knight of werden können. F3, nein. Er hat ja nicht Springer C3 gemacht. Ja, aber ich habe auch nicht Knight of versucht. So ehrlich muss man jetzt hier mal sein. Na gut, komm, dann machen wir weiter. Ja, und zur Partie, was kann man sagen? Ich habe nicht so gut gespielt. Blitz Enemy hat ziemlich gut gespielt. Aber, na okay, da war ja schon Remis. Aber man muss sagen, du hast das dann ziemlich gut gemacht, nachdem du... Nachdem ich schlecht an... Ja, ja, Ruinen verwalten, das kann ich. Ruinen verwalten. Naja, also entscheidend fand ich irgendwie so an dieser Stelle. Du gehst halt ins Endspiel und jetzt hast du das sehr gut gemacht, dass du halt die Läufer gegeneinander ausgespielt hast. Also das Ziel soll es natürlich sein, die Springer noch runterzukriegen und dann verschiedenfarbige Läufer gegeneinander zu spielen. Und dann hat man recht gute Remis-Chancen. Und so kann man sowas dann noch halten. Hast du gut gemacht. Wir, ja. Ich habe da sehr viel beigetragen. Nein, aber ich... Sonst klingt das immer so... Ja. Belehrend. Nee, du hast ja uns allen was gelehrt. Weißt du nicht, wie ich es meine? Ich mach das jetzt einmal, ja, und dann mache ich nie wieder, komm mal wieder zurück ins Bild. Den Grobangriff, oder wie das heißt, mache ich dann nicht mehr. Ja, schon widerlegt. Wieso? Ich denke nicht. Drei. Nicht so? Was? Drei, du machst einen soliden Fianchetto. Oh, hier ist dann irgendwann lang. Gut ist. Ja, man verbaut sich damit halt nur die kurze Rochade, ne? Aber sonst ist ja H3G4 jetzt kein ganz blöder Aufbau. Guck mal, früher habe ich immer polnisch gespielt mit Schwarz. Das war mit A6B5. Ist doch so ähnlich. Ja, vielleicht ist das so. Aber zumindest Springer F6 ging gerade nicht so gut wegen G5. Also... Naja, auch dann hätte er noch Springer E4 gehabt, also... Ja, Entwicklung wird eingeschränkt. Oh Gott, jetzt hüpft er da rein, dann entwickle ich mich. Furchtbar. Nee, doch, ist schon eine sehr gute Eröffnung. Nee, du hast das vielleicht nicht optimal weitergespielt. Oder? Ja, guck mal, vielleicht. Du kannst jetzt... Im nächsten, das sieht er ja bestimmt nicht, dann spielen wir Springer F3 und alles ist tutti. Oder erstmal was anderes. B3 sieht aus wie ein sehr, sehr guter Zug. Mhm. Was ist mit Läufer B4? Das ist kein Problem, dann mache ich C3. Oh, dann hüpft er da rein, hä? Nicht gut. Okay, was kann ich tun? E3 spielen. Naja. Eieieiei. Schwarz will es jetzt aber auch wissen hier. Ja, zu Recht. Also, wie gesagt, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass diese Öffnung schlichtweg nicht so grandios ist. Oh, der ist vielleicht auch nicht schlecht dazu. Zumindest wenn ich auf F6 nehme, nimmt er auf G3, dann ist der... Ja, aber geht doch weg, wenn der Springer nach H5 kommt. Das stört ja keinen großen Geist. Da hat er ja keine Perspektiven. Nee, ich denke, er wird trotzdem nach E4 gehen und dann muss ich den knüppeln. Ja. Ja. Dann hast du da aber schön auf den schwarzen Feldern. Komm jetzt, sei mal. Okay, ich bin jetzt ganz gut gelaunt. Optimistisch. Das wird alles richtig gut. Ja. Ah ja, das war ja zu erwarten. Musst du nur aufpassen, dass du nicht Springer C3 oder sowas machst. Ja. Auch Schach und den Bauern wegschnappen ist hier nicht gerade. Ja. Oh, anscheinend läuft Fußball noch nebenbei. Da ist aber gleich Halbzeit, habe ich erfahren.
Ja, wer spielt? Das weiß ich jetzt nicht, das will ich auch gar nicht wissen. Okay, gut. Ach hier, siehst du, und schon sind alle Probleme weg. Gänzlich, ja. Nur, dass der G5 gleich Fuji ist. Stimmt, du kannst Fujikaso. deinen Springer auch gar nicht entwickeln, den von Nein. G1. Naja, ist doch nicht so. So, Noch mehr Wünsche? ja, hier das Unaussprechliche. Ach so. Und wir wurden nach unseren Lupes-Lieblingsleckereien gefragt. Oder hieß es nur Lubis-Leckereien? Nee, Lieblingsleckereien klingt noch schöner. Ich weiß nicht. Ja, haben wir jetzt nicht so viel. Das Konzept wird noch erarbeitet. Ja, wir haben jetzt So nicht. ist der Stand. Dieses Wochenende waren wir unterwegs, da haben wir nicht so viel gekocht. Aber am Freitag haben wir lecker vegan gekocht. Oh ja. Oder kochen lassen. Kochen lassen, ja. Nikos Bruder war da. Und das war sehr lecker. Ist der gut? Na, eigentlich. So, Marshall. Bitte was? Marshall. Attacke. Wie geht das nochmal? Mit Schwarz, oder? Gegen Spanisch. Wenn. So, boah, wir stehen echt schon im Eimer, ne? Das ist nicht so. Gladbach führt gegen Bayern 0 zu 0. Sehr gut. Ja, passiv alles Oh, zusammenhalten. jetzt hat das Ding G5 ja doch irgendwie verloren. Wir haben ihn Was verloren, heißt jetzt denn er irgendwie? doch. Das war so abzusehen, dass der verloren geht. Alles andere wäre ein Wunder gewesen. Ja. Ja, er macht das gut. Da kann ich leider nicht gegen angehen. Spiel doch mal Springer. Ja, den kannst du auch noch machen. Und dann Springer C4, Springer E5. Ja. Weiter kommt er denn Wenn ich auch dazu nicht. komme, er macht ja gleich irgendwie Turm F Dingsbums. Du kannst auch mal C4 D5 machen. Hoppi galoppi. Attacke. Passive Attacke. Uiuiui. Oh Gott, Ja, noch ist nicht aller Tage Abend oder so ähnlich. oh Gott. Ja, ich sehe auch Er muss durchaus ja noch. auch erstmal noch weiterkommen. Oh, der war nicht so schlecht. Aber der Turm könnte da auch durchaus mal weg sein. Oder kommt so und dann haben wir ein Problem. Was Ja, machen wir was da? droht da denn? Nix, du kannst auch einfach F4 und dann König. bedient er sich hier auch noch. Achso. Oder ich muss jetzt doch hier rüber. Sieht Das auch nicht ist so so bombastisch furchtbar. aus, ne? Ah, Oh. hier, Karo kann. Karo kann, schwarz. Ach nee, Marshall muss auch zum Schwarz. Karo kann. Ja, Turm H1 wurde mit einem Fragezeichen versehen. Das Problem war, dass der H3 hing und wir hatten nicht so viele Alternativen. Ja, ich kann ja auch Ja, nicht wie? einfach alles einstellen. Die Stellung ist schon ganz schön. Ja, spiel doch einen Turm auf die G-Linie und dann nimmst du den G7 und dann. Ja, nee, er nimmt einfach da raus. Und dann kann ich ihn irgendwann nehmen. Ja, Ach, oder Gott. so. Du bist voll im Zugzwang. Was willst du? Wir sind voll im Zugzwang. Was wollen wir denn als nächstes machen? Was wollen wir tun? Ach, der Debo ist auch noch weg. Aber man merkt echt, dass wir. Vielleicht kann man den Turm fangen. Ja, Mach wie denn? B4. Und dann Nee, nimmst du da geht er da. da hin. Mist. Dann spiel C5. D5. Egal. Nach vorne. Furchtbar. Vielleicht haben wir noch eine Zeitchance. Vielleicht aber auch nicht. Das ist so furchtbar. Das ist irgendwie echt gruselig.
aber er braucht vielleicht mehr Zeit zum Verwerten der Stellung, als wir zum schlechte Züge machen, weil... Wobei, bisher haben wir mehr Zeit verbraucht, um schlechte Züge zu machen, als er. Ich opfere die Qualität, das ist ja sehr gut. Das hast du hier gleich Initiative erlangt. Ja, der Springer wird gleich richtig aktiv. Genau. Bam. So. Dann dahin, dann dahin. Mal... Oh, hä? Ach, das war auch mal gar nicht mal so schlecht, wie es aussah. Du oh, bist im Schach. Warum? Ja, es wurde angemerkt, dass erstens G4 gewisse Nachteile zu haben scheint. Ach, das glaube ich nicht. Ja, Evans oder Evans Gambit ist notiert. Ich wusste nur nicht, wie ich es aussprechen soll, weil ich da immer meine Problemchen mit habe. Aber wir haben es aufgeschrieben. Ach, Französisch habe ich noch. So. Heieiei. Oh, so gut standst du ja schon lange nicht mehr. Der Bauer ist weg. Nee. Oh, oh Gott. Wow. Nein. Jetzt hast du eine Aufzeit verloren? Nee, ach, das ist ja matt. Wollen wir aufhören? Mhm. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hör auf. Oh Mann. Das haben wir ganz schön schlecht gemacht. Da haben wir einen Schluck Kaffee als Trost. Ja, darfst du. So, ja. Weiter geht's. Naja, man muss das mit ja. Humor sehen. Nehmen. Na komm, jetzt greifen wir nochmal an. Kneifen wir die Arschbacken zusammen. Ja. Und los geht's. Ja, und zwar Neidorf, Albin, Grünfeld, Königsindisch, Pier. Albin? Ach, jetzt kommt ja was. Ich mach das einfach wie gerade. Ich mache alles nach. Das ist jetzt schon. Komm, du nimmst jetzt G4 raus. Was soll das? Was soll der Kreuz? Oh, hier sehen wir ein Foto. Ja, ein bisschen Vorsicht, ne? Na, bitte? Ja, okay, mach. Ach, wegen Läufer? Nee, mach, ist alles. Kann ich ja noch wieder zurückziehen. Ne? Kann der Dame B3 dann machen. Ist das ein furchtbarer Tag, ne? Muss ich ja mal sagen. Mann, was passiert hier? Weißt du, was du jetzt machst? Du machst einfach gegen Gambit und weiß ich nicht. Spielt irgendwas. Ach ja, wir sollen mal wieder groß machen. Danke für die Info. Machen wir. Ich weiß nicht. Läufer C8 oder so. Aber dann nicht rausnehmen, nee, sondern Springer so F6. Okay. Ja, nee, aber dafür liefen die Turnierpartien heute sehr gut. Dann sind wir sehr relativ so, weit, ne? Und sehr schnell Auto gefahren, wo dir dann die ganze Zeit übel wurde. Das war auch irgendwie doof. Aber die Turnierpartien... Aber genau, und wir sind hier bei euch. Das ist ja auch an sich was Schönes. Ja, und wir lernen hier wieder was. Erstens G4, wie man das richtig spielt. Ja, genau, nicht so zaghaft wie wir mit H3 dann. So, wir haben das Läuferpaar, mein Schatz. Wir haben das Läuferpaar. Wir stehen noch klar besser. Ich weiß gar nicht, was es hier irgendwie zu heulen gibt. G4 ist immer noch Mist. Das na komm, aber es war schon besser als in unserer Partie. Es war schon auf jeden Fall eine Verbesserung. Ist ja auch nichts los, ne? Wir haben das Läuferpaar, die Bauernstruktur ist nicht schlechter. Das ist nicht E5 oder so? Ein bisschen Raum gewinnen. Ganz, ganz gute Stellung. Das macht doch Freude. Die beste, die wir je hatten heute. Läufer Dame B6 oder so mal. Oder Läufer C5 und Dame B6. Aber jetzt mal volle Attacke. Ja. Ja.
Oh, jetzt hängt ihr. Dann doch. Na, oder Springer G4. Na, du willst es jetzt aber wissen. Ja. Das ist wie wenn man im Turnier, wenn es da schlecht läuft und man dann... Dir ist übel. Ja. Der Klapperstorch da nicht mal. Oh ja, da können wir euch ein Bild zeigen, sag ich euch. Aber das machen wir nicht. So. Nein, ein Mannschaftskamerad von uns hat nämlich ist Vater geworden. Und der Kleine ist so süß, Alter, dass ich gesagt habe, dass wir so tun könnten, als ob das unserer wäre. Aber wir zeigen ihn natürlich nicht, weil das macht man ja nicht, fremde Kinder einfach. Wir haben heute in Erfurt gespielt. Gibt es noch Skandinavisch und Schottisch? Also, ja, vielleicht Skandi. Mit E4 und so haben wir schon ziemlich viel hier stehen. Dame B6, dachte ich. Jetzt voll Karacho hier auf den F2. Ja. Und dann Ablenkungsmanöver und dann eigentlich ganz woanders schlagen. Kann man hier rausnehmen? Nee, ein bisschen zu viel ist gut. Dann mach ich erst. So. Und als nächstes. Überlege ich noch. Erstmal muss er ja überlegen, was er macht. Vielleicht Turm D8 wäre eine Option, auf den D3 zu gehen. Oder so. Ja, du stehst immer noch grandios. Wir stehen grandios. Ja, ja. Ja. Ah, man sieht bei uns, wir sind bleich. Ja. Stimmt, ich bin wirklich ganz schön blass, ne? Ja, machst du Turm D8 oder so. Ben Oni, ja. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen, dass nicht mal Läufer A5 kommt. Aber jetzt haben wir doppelt so viele Wünsche, Eröffnungswünsche, wie wir an Partien überhaupt spielen können. Also das wird... mal so, müssen wir gucken, was kommt. Dafür haben wir die Wahl. Kann ich nicht schlagen? Ja, ja, so, ja. Oder du machst Turm AB8 erstmal nochmal. Also wenn Matt drohen, ist immer doll. Du meinst, das kann nicht schaden. Ja, das kann vielleicht nicht. Sieht das ja nicht, ne? Ja. Aber so schlau ist das gar nicht, weil wenn jetzt damit C2 kommt, dann wird das Feld A4 für den Springer frei und dann habe ich wieder Sorgen. Siehste? Hätte ich mal gleich geschlagen. Das ist doch immer noch total gut. Ich muss jetzt auch meinen Läufer hier retten. Hilft ja alles nix. Weißt du, also Turm schlägt D3 ist ja immer noch irgendwo eine Drohung. Weil die ja, da aber davor hätten wir einfach den Bauern gehabt. Siehste? Schon ist alles gedeckt. Dame A5. Was ist mit Springer? Ach, D5 kann ich schlagen mit der Dame, okay. Ja. Verstehe. Nach F6 oder nach H6, F5? Ich hätte F6 gesagt. Okay. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen ein paar gute Züge. Achso, haben wir das nicht schon gesagt? Wir haben in Erfurt gespielt. Ja, ich glaube, wir haben das schon fünfmal gesagt, aber ich glaube, unsere Zuhörer sind heute auch nicht mehr ganz so fit. Gegen den Verein Medizin Erfurt. So. So, da hängt. Läufer G4 ist nicht verkehrt. Okay, ersten Springer F3 schreibe ich noch auf. Ach, der steht schon da. Haben wir schon. was ist ein... Walcher, Vulture, was auch immer, Verteidigung. Weiß nicht, aber ich habe schon wieder die Stellung ruiniert fast. Oh, ich weiß nicht. Was wird das? Ich schreibe es erstmal auf. Vulture. Ich schreibe das hier so zwischen Schwarz und Weiß, weil ich gar nicht weiß, was das ist, aber Verteidigung hört sich eher nach Schwarz an. So dann Philidor. Macht ja nichts. Wenn jemand später dazu kommt, erzählen wir gerne Sachen auch mehrmals. Ja, gab ja nicht so viel zu erzählen. Wir wurden einmal verkloppt und haben uns gerettet und das zweite Mal noch mehr verkloppt und haben voll verloren.
Ach so, wir waren gerade noch beim Mannschaftskampf. Ach so, das meinst du? Ich dachte jetzt von den ersten Partien. Erfurt, dass wir verkloppt wurden. Nein, Erfurt lief gut. Erfurt war grundsolide. Ja. Ah, warte mal. Und jetzt dieses Unaussprechliche soll jetzt Geier heißen, aber ich weiß nicht, was Geier ist. Oh ja, ich habe das schon mal gehört. Erstens G3 steht noch da, vielleicht ist das ja Geier. Berliner Mauer. So, mein Blatt ist hier gleich voll. Was ist ja, heute los mit euch? Wir schaffen das auch nicht alles. Das macht ja nichts, aber wir können ja dann, jetzt haben wir mehr Auswahl, manchmal kann man ja... Ist egal, was wir spielen, wir können immer einen Haken setzen. Ne? Genau. Yasin fragt, ob wir das Video auch auf YouTube, ob wir das innen... Ja, das wird über YouTube gestreamt und man kann das sowohl bei YouTube als auch hier anschauen. Gegen wen? Wir haben gegen Medizin Erfurt gespielt. Ja. Und dabei habe ich gegen Janis Wehner gespielt und du gegen Stefan Holschuh, der, glaube ich, IM ist. Das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte irgendwie, ich wäre elo-mäßig weit überlegen. War ich aber gar nicht. Aber das ist manchmal ganz gut. Da habe ich halt sehr optimistisch gespielt. Okay, yay. Also erstens, G4 ist immer noch Müll. Wir müssen unseren ersten Sieg feiern. Haben. Yay. so, okay. Komm, machen wir weiter, hä? Ja. Ich glaube, von der Anzahl der Challenges, lass mich mal überfliegen, das sind... Na, genau, 15 Stück. Dann kommt jetzt die 2 von oben dran. So, also, hatte ich gerade schon Spaß? Ja, macht nichts. Erstens D4, dagegen können wir... Königsindisch. Ja, Königsindisch. Vielleicht, wahrscheinlich. Weh, es kommt jetzt irgendwie... Ja, nee, das ist okay. Aber Noni könnten wir auch machen, das wurde sich... Aber Königsindisch wurde sich zuerst gewünscht. Aber und Benoni Grünfeld wurde toller. Sich noch viel eher auch gewünscht. Ach, hey. Wie geht denn das nochmal? So... Und jetzt darfst du... Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Ach, Holschuh ist viele Meister mit 2,2,92. Ich dachte, der wäre mal hier gewesen. Nehme ich raus, bestimmt, oder? Auf jeden. Ja. Auf jeden Fall. Ne, ich glaube, E4 ist eher normal, aber so ist auch okay. Ich versuche jetzt in Königsindisch überzuleiten. Ja, Mama. Macht man jetzt mit C6 oder nimmt man da irgendwo raus? Nee, du nimmst und machst C5. Und so ist halt so das übliche Vorgehen. Machst du, aber du hast gesagt, du kennst das gar nicht. Tue ich auch nicht. Aber du kennst ja alles so ein bisschen. Ah, jawohl. Hast du hier die neuesten Wünsche mit A3, F4, A3 und so aufgeschrieben? Nein? Nein, Yasin, das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Erstens F4 haben wir schon. Wie manche Leute einfach taub werden, wenn jemand was Blödes sagt, wirst du einfach blind, wenn jemand was schreibt, was du nicht spielen willst. Nein, darum geht's nicht. Wir haben nur hier, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben so einen mega vollen Zettel. Ja, kann man ganz gut sehen, ja. Und da kommen wir ja gar nicht zu, das alles zu machen. Also du könntest versuchen, oh Gott, nee, B6 wäre vielleicht auch ein Griff ins Klo. Vielleicht, ja. Spiel. Solide. Spielt man solide. Wie spielt man hier solide? Weiß ich nicht. Vielleicht Springer A5? Das sieht ja grundsolide aus mit der Idee. Mit der Idee B6, Läufer A6. Kann ich nicht den Läufer über hier nach C4 überführen? Guck, wenn ich mit dir rede. Ist gefährlich, ne, mit D5. Schlag ich. Ja, dann mach das. Ich komme darauf nicht klar. Yasin. Ah ja, Yasin. Oh. Alles klar. Aber für mich ist immer, das Problem ist, mit einem S ist dann immer halt, ja, wie man das im Deutschen würde, man das halt dann soft sprechen, das S. Also den Vokal länger davor. Yasin. Jojo.
So, meinst du, du musst da irgendwann mal prügeln auf D4? Ja. Jo. Jawohl. Okay, dann du hast jetzt hier die volle Kontrolle. Meinst du das? Na, das heißt, du musst einfach irgendwas spielen. Ah. Das sagst du immer, wenn du mit der Stellung nicht so glücklich bist, dann übergibst du immer mir das Zepter, damit ich dann schuld bin. Nee, nee. So ist das auch nicht, aber ein bisschen vielleicht. Zumindest habe ich nur 15 Sekunden weniger Zeit. Das muss auch gefeiert werden. Wir müssen heute die kleinen Erfolge feiern, mein Ja, Schatz. okay. Ist So, nicht jetzt Ringer droht hier A5 oder so? was wird denn nochmal? Ah, jetzt verstehe ich aber den Zug sogar. Das ist jetzt einmal irgendein Trick. Ein ganz kleiner Trick. Den sieht er wahrscheinlich, dann sagen wir auch schade, aber es war ein Trick. Das ist doof, ne? Jetzt ist der Trick auch schon vorbei, oder was? Das war's. Kann ich F5 spielen oder bringen Sie mich dann um? Guter Zug? Ja? Nein. Eigentlich nicht, ne? Nein. Und du darfst ihn trotzdem machen. Na, vielen Dank auch. Der Läufer kommt jetzt über B5, habe ich beschlossen. Hast du gut beschlossen? Ah, und schon ist der Grund zur Freude hinüber. Denn aus 15 Sekunden wurden ein paar mehr. Ja, Jessin schreibt, ich kenne ihn ja. Ja, ich Aber du kenne hast dich. aber immer Aber Yasu ich habe immer gesagt, deinen oder Namen was? falsch Na ausgesprochen. gut, dann besser spät als nie, ne? Hätte ich gesagt. Den Namen richtig aussprechen? Ja. Ja, klar. Schach. Boah. Können noch einen Erfolg feiern. So, Es jetzt ist hängt das. der E7. Was machen wir Auf da? Dame Wir können wieder E4. Springer zurückgehen, hätte ich Ne, mach fast doch gesagt. Turm, Turm. Ja, jetzt bist du. Was? Jetzt musst du nehmen und Turm E8 oder so. Aber das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Schade, schade. Aber wir haben auch nichts weniger, Schatz. Hier noch ein Grund zu feiern. Und E5 könnte irgendwann mal gehen. Wir stehen voll für. Ne, so sagt man hier ja auch nicht, ne? Aber nicht gut. Was denn? Ne, dann kommt D5 und Springer D6, dann stehst du noch schlechter. Das kannst du nicht machen. Musst du Läufer F8 machen jetzt. Ja. Was denn mit König F8? Ja, bist du da ebenso in der Festung. Da bringt der Läufer noch Ja, aber nichts mehr. der Lauf, Da ich. kommt Springer G5 oder so. Mach mal Läufer F8. Und dann machst du Aber B5. ich habe volle freie Hand, ja? Ja, an guten Zügen. Oh. Boah. Genau der bin ich. Sagt er, ja, ich weiß das doch. Oh. Oh, ich habe ein Kompliment bekommen. Oh, wofür? Und von einer Frau, das ist noch ein viel schöneres Kompliment. Ja, ist ein Profilbild, ist weiblich, aber das heißt noch nichts. Willst du B5 Springer C4 machen? Was bist du? Du bist jetzt völlig durcheinander. Ach, herrje. Ich bin geschmeichelt. Kann euch noch was Cooles zeigen. Ich habe heute ein grünes T-Shirt an und deswegen ist das durchsichtig. Sehr gut, oder? Naja, durchsichtig. Naja, also da ist halt das Hintergrundbild von hinten jetzt zu sehen, ne? Was, Du bist jetzt ein Chamäleon. ja, ich passe mich an. Wenn mir das alles überhaupt nicht mehr passt, was hier Dann passiert, machst du dir grüne Farbe ins dann ziehe ich Gesicht das T-Shirt einfach und über den Kopf und dann bin ich weg weg. So einfach ist das. bist du. So, was machen wir denn als nächstes? Du tauschst diesen Turm auf C7 ab. Vielleicht mit dem anderen. Genau, so. Boom. Wenn er nicht nimmt, dann haben wir den A-Bauern mehr. Bam. Und der läuft dann durch, okay? Das ist ein Plan. Okay. Hat er leider Plan genommen. gescheitert. Ja. Wir müssen uns neuen überlegen. Wenn er jetzt nichts. Also, nee, Wenn er der nichts Plan. macht. Nee, ist der Plan auch gescheitert. Ja, leider. Vielleicht Turm A8?
Ja, er wird wahrscheinlich den B-Bauern irgendwie angreifen. Hä? Dann musst du Turm B8 machen. Das ist natürlich nicht so schön, aber. Also wenn er den nochmal angreift. Dann ist schlecht. Hilft ja alles nix. Ah, nee, 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 nee. Ja, was denn sonst? Was mit E5? Auch nicht so Da schön. Dann hängen gleich fünf erstmal auf Bauern. D4 zwischennehmen dann. Ach so. Dann mit dem König. Ja, aber dann hat er Ah, wenigstens nur diesen isolierten ja. Bauern mehr. Da war es auch gleichzeitig ein Freibauer ist, ne? Ah, dein Turm! Ah! Oh. Nee, das heißt nicht, Nee. dass du tauschen sollst. Aber ich krieg hier einen Herzinfarkt. Komm mal, lass mir schnell spielen. Achso, ich bin wieder abgehauen. Ja, kommt vor. Wir haben ganz viel im Chat verpasst. Ich weiß nicht mehr, was so die letzten Themen waren. Irgendwas über einen deutschen Song. Dann wurden wir gefragt, wie viele Partien wir spielen. Das immer, ja, mal schauen, also wie lange die einzelnen Partien dauern. Davon hängt das immer ab. Und aber wir spielen 1,5 Stunden insgesamt. Also Nee, bis. das spiele ich jetzt weiter. Aber jetzt, ich möchte tatsächlich versuchen, das zu gewinnen. Aber natürlich klappt das nur auf Zeit. Also, nee, das jetzt kann ich mit. Nee, so war das auch nicht gemeint. Warte mal. Ah. Ich meine, ich möchte das auf Stellung gewinnen. Und also. Nein, warte. Schau doch mal, der Haferbauer ist weg. Nein, ich finde es ja auch okay, dass du weitergespielt hast, dass wir weitergespielt haben, Ja. weil jetzt gerade erst bei einem Blitzturnier in Hamburg, da war das so, dass ich gegen IM Kopilov die ganze Zeit voll die gute Stellung hatte, einen Bauern mehr und so. Und dann habe ich das eingestellt und hatte keinen Bauern mehr mehr. Ja. Mehr. So dass es ein Turmendspiel war, so ähnlich wie das hier, halt ziemlich ausgeglichen. Aber ich hatte einfach mal noch 3 Minuten mehr auf der Uhr. Und er bietet Remis und ich Trollo nebenan. Und das ist vielleicht dann stellungsgemäß, aber es war irgendwie dumm. Habe ich mich danach geärgert. Ja. Weil im Blitzen zählt ja nun mal auch die Zeit. Ja, ist ein nicht unwichtiger Faktor, ne? So, machen wir einfach mal weiter, machen wir ein bisschen Schach. Uiuiui, hier sind wir jetzt im Bayerischen gelandet oder so. Ich versuche mal vor. Oh Gott, nee, ich kann das nicht vorlesen. Das wird nur peinlich. Wo sind wir jetzt? Von unten oder von oben? Ach, machen jetzt mal eine Partie gegen Yassin. Der muss nämlich bestimmt bald ins Bett. Kleine Ausnahme. Wieso? Was? Also jetzt sehen wir bestimmt erstens B4. Nein, D4. Okay, dann können wir Benoni vielleicht machen. Aber du hast wieder falsch ausgesprochen. Jessin. Yassin. Ach Gott, ich lerne das irgendwann mal. Jetzt musst du Königsende spielen. So, da, bitte. Schon wieder schwarz. Hatten wir gerade eigentlich mal weiß? Nö, wir haben nur noch schwarz. Weiß haben wir nicht Wenn es verdient nach den läuft, dann ersten Partien, läuft's, ne? ne? Naja. Schon Ja, okay. da habe ich auch überlegt, ob ich das heute spielen soll. Mit Mit Weiß. Weiß. Ja, aber dann dachte ich mir, ich habe da gar keine Ahnung von, dann lasse ich Ja. das vielleicht lieber. Hä? Meinst du, das war gut? Ge also gegen Königsinne zu spielen, wenn man das nicht kann. Wie fandest du meinen Aufbau dagegen heute? Hey, es kam doch was ganz anderes, Er hat ne? doch Königsindisch gemacht. Ja, aber du hast ja. Ich habe heute gegen Königsindisch mit D4 Springer F3 Läufer F4 gespielt. Kann man doch machen. Königsgambit aufschreiben. Schon wieder Königsgambit. Erstens A6. Nee, nee, mache ich aber nicht mehr. Wir haben genug Frosch. vernünftige. Tut mir leid.
Aber Aber hier. dafür ist es doch gerade, dass man da auch mal so ein bisschen Murk spielt. Ja, aber wir haben ja noch genug Wünsche, die. Nee, nicht Murks sind, aber die werden eh murksig genug, weil wir die Eröffnung nicht kennen. Spielverderber. Tja, erstens A6. Ist notiert. Und in Klammern wird er aber eh nicht kommen. Oder was? Dann, das ist dann wie nach erstens gehen wir, dann werden wir wieder so total vermöbelt. Wer ist denn Julio Sadorra? Na, das ist der Spanier, oder? Nein. Nein, der ist anders. Ja. Aber es klingt Aber das ist trotzdem auch, nach einem ach Spanier. stimmt, das war auch irgendeiner, der jetzt Videos gemacht hat. Singt der immer? Das würde mich ja mal interessieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen, da was von zu sehen. Aber wenn der immer singt, ist das schon mal eine lustige Sache. Ja, bei manchen. Bei anderen ist es dann eher Ja, traurig. bei mir wäre das ganz Was mache traurig, ich dass denn hier? wir. Ich habe sowas noch nie gesehen hier. Irgendwas. Irgendwo raus. Ja, vielleicht nimmst du auf. Was? Ja, oder einfach stehen lassen. C6. Ist das ja, wenn man das so macht? Ich Weiß ich jetzt auch nicht. Ich probiere mal, ob das funktioniert hier. Dann muss ich das angucken. Wenn er singt, ist es bestimmt lustig. Aber wenn er singen kann, dann ist das ja auch. Also, ist doch schön. Ich glaube, wir beide können das nicht so gut. Du sollst dich immer von dir auf andere schließen. Na, ich durfte es ja auch schon mal Na, lauschen. Von daher. na, na. Von dir mache ich das immer nur, wenn ich meine Ruhe haben will. Dann fange ich lautstark an zu singen, dann verlässt du das Zimmer und dann Ja. mache ich Party, Party. Hab ich jetzt was gekonnt hier? Na, musste mal kloppen, oder? Wo? Na da. Da ist gleich D5. Ja, auf jeden Fall ist das eine schwierige Stellung, ne? Aber Oh, der boxt auch. Er singt. der Typ ist crazy, Chess Pac-Man. So, dann gehen wir mal zurück zu der Stellung. Du spielst seit Jahrzehnten Königsindisch. Was sagt dein Königsindisch-Gefühl zu dieser Mein Stellung? Königsindisch-Gefühl sagt mir, dass ich F4 interessant finde, aber noch nicht ganz dran glaube, dass das gut für Weiß ist, aber im Moment auch noch nicht so 100% weiß, wie ich das widerlegen soll. Okay. Weil eigentlich spielt Weiß ja am Damenflügel und jetzt spielt er aber mit am Königsflügel. Ja. Tja, aber irgendwie lebt dann noch, ne? Ja, und ich kann nicht meine 0815 Wenn jetzt Mannpläne machen. B6 Läufer A6 machst, ist das Ich ein. auch gerade schon überlegt, aber so Ist vielleicht auch nicht so 100% doll, aber dann gefällt's kannst du mir auch nicht. Springer C5 machen und du hast ein paar Möglichkeiten. Na, wenn mein Schatz das sagt. Ich bin aber ja kein Königsindisch-Spieler, also. Ah, aus ein philippinischer GM ist Ah. Ja, muss ich mir mal angucken. Der Ratatatata, das kann man Ergebnis. schon vielleicht eher, auch wenn das Ja. dann nicht ganz original klingt. Ja, so schnell zu sprechen ist natürlich schon auch so eine Kunst für sich. Das macht er. Aber ich glaube, das ist in Spanien allgemein verbreiteter als bei uns, dass man einfach so die Wörter rausfeuert. Ne. Aber kann ich ja gleich mal machen, wenn irgendwas interessant ist hier. Also, nee, ist schon, aber irgendwas. Irgendwas, was man so kommentieren muss, weil das so spannend ist. Und jetzt geht's los, richtige Wartangriff, er geht auf deinen Turm und geht sie nach F7, geht sie nach E8, wir werden sehen. Ratatatatatatatata. Und sie ist nach Oder F7 habe ich gegangen, jetzt Läufer H6, ja bist schon schon? fast im Matt, ein kleines Mattnetz, aber wird der Läufer sich nach A6 entwickeln und alles löst sich in Wohlgefallen aus? Wir werden es sehen. Wo ist das Bam, bam, Mattnetz, bam. bitte? Ist noch weit weg. Ist einfach schwierig, wenn ich so viele Wörter sage, dann ist das meiste totaler Müll. Ich habe auch schon Klingeln in den Ohren. Ich mache nur noch so. Das macht nur Ratatatatatatata. Okay. Guck mal hier, was ich Da hier ist auch ein sehe. Mattnetz, Ja, ne? nur wie Aber. der blöde Springer hier weg. Ja. Wenn du Da. erstmal Turm C8 machst oder so. Ich glaube, mit Gewalt jetzt den Springer ziehen zu wollen, ist nicht der richtige Weg. Vielleicht hast du recht. Ja. Oha. Na. Was? Wollte gerade noch irgendwas ratatatatatata sagen.
Der Satz nur für OH gereicht. Ja, mehr war nicht drin. Ich bin schon wieder dran. Ich krieg das immer nicht mit. Turm C4. Ratatatatatata. Ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Richtig schöner Mattangriff. Und jetzt verlierst du den Läufer E2. Bam. Ratatatatata. Oh Mann. Was erzählst du mir immer für blöde Sachen hier? So, nochmal Schwein gehabt. Turm B4. Richtig. Attacke, Attacke. Ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Oh. Wenn man sich auf einen Mann einlässt, ne? Ja, das üben wir noch. Okay, wir üben das noch. Mein schöne Kommentierung. Damit es auch wirklich irgendwann schön ist. Ja. Vielleicht F4, G5. Aber dann ist es auch schon ganz schön zu hier. Nimm doch mal auf E4 raus. Dann ist die Chose mal geklärt. Ja, aber das ist ja eigentlich schlecht, weil jetzt hängt mein Turm. Ja, wenn er mit dem Springer nimmt, hängt der B2. Heißt, er muss mit dem Läufer nehmen und dann kannst du Springer 5 machen und dann geht's richtig rund. Ratatatata. Ratatatatata. Bam, 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 bam. Du kannst wenigstens hoch. Ach, Turm hängt. Ja, aber der Läufer hängt und dann hängt der G2. Boah, das ist gefährlich. Und der A4 hängt auch. Oh, nimm doch einfach auf A4. Dennis, bleibe dabei. Der Bauer A4 hängt und der andere auch. Ja, jetzt hüpfst du da rein. Nur aufpassen, dass mein Turm dann nicht, der sieht schon so weg aus, wenn mal B3 kommt, ne? Du hast noch kein Benoni gespielt. Turm oder Bauer? Turm? Oder? Vielleicht dann mal Dame H4. Hm. Ja, okay. Ach, du meinst, als Benoni-Spieler hat man dann nicht mehr so... Ja, ja, der Turm läuft. Wo läuft der hin? Na, da vielleicht nicht. Ah. Hey, wo läuft der denn hin? Nach C4 zum Beispiel, dann ist das alles geklärt. Oh, schon wieder dran. Ja, und du musst mal ein bisschen schneller spielen. Ja, prob mal was. Mal gucken, was er macht. Mhm. Schon die Wumme. Ist schon ganz gut die Stellung so, ne? Ich schlage. Ja, schlage mal. Nein, wir machen immer noch kein Remis, wenn wir besser stehen und mehr Zeit haben. So, auf B2 nehmen jetzt, ne? Jetzt muss es natürlich nur noch verwandeln. Kannst auch auf D5 nehmen. Ja, da fliegt das jetzt irgendwie auseinander. Vier Bauern mehr. Uup, uup. Und ganz gute Zeit, ne? Oh, nee, denkt ihr. Du hast noch 20 Sekunden. Ja, sorry. Nee, das ist nicht zu entschuldigen. Oh, jetzt habe ich noch weniger Zeit. Aber zum Glück, den Bauern durchzuziehen, das kostet nicht so viel Zeit. Juhu! Ja, wir müssen uns ja sehr viel mehr über unsere... die kleinen Siege. Ja. Okay, nee, war eine interessante Partie, weil normalerweise im Königsinder greift Weiß am Damenflügel an und Schwarz am Königsflügel. Und hier war das dann ein bisschen andersrum, weil F4 von Weiß kam. Aber es war eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, der Partieverlauf, da haben beide sehr nah am Optimum gespielt. Nee, aber sah echt alles irgendwie logisch aus, sehr was so kam, ne? Optimum. Ja, ich weiß halt nicht, ob das sein muss, hier die Spannung im Zentrum zu lösen, aber war trotzdem, war für mich als beratender Zuschauer eine sehr, sehr spannende Partie. Ja, toll. Und jetzt haben wir gewonnen mit sehr viel Mühe und Not. Und was kriegen wir? Einen Punkt. Ja, so läuft das hier leider manchmal. So, die Nummer 7... 7. Okay, wir haben schon wieder Schwarz, ja. So viel zu den Eröffnungswünschen mit Weiß. Die werden heute nicht mehr erfüllt. Was ist denn heute los? Letztes Mal hatte ich, glaube ich, einmal, als ich alleine gespielt habe, hatte ich nur Weiß bis auf eine Partie. E4. Was haben wir da im Angebot? Skandinavisch. So,
Abgehakt. Was für Schachbücher empfehlen wir? Also, gerade was das Thema Strategie angeht, haben wir jetzt selber ganz viel mit John Nunns Buch gemacht. Wie heißt es nochmal? Wie heißt das nochmal? Zug. Positionelles Spiel, ja, Zug um Zug? Ja, irgendwie sowas. Zug um Zug. John Nunn, auf jeden Fall. Zug um Zug Schach spielen. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Da stellt er verschiedene Themen vor, sowas wie Doppelbauern, offene Linien, schwache Felder, Angriffsstrategie. Also so strategische Themen halt. Und gibt dazu dann immer Partiebeispiele, auch sehr, sehr gut erklärt, sehr viele Kommentare, nicht nur Varianten, sondern eben auch Erläuterungen. Das finde ich sehr gut. Ansonsten ist Nimzowitsch mein System auch so ein Klassiker, den man mal durchgeblättert haben sollte. Ja, dann gibt es ein paar Taktikbücher, die ich ganz gut finde, zum Beispiel von Bloch. Bauernkunst? Nee, Taktikkunst? Nee, wie heißt das? Also ich weiß immer nicht, was draufsteht, aber zumindest weiß ich, was drinsteht. Also ich glaube, du meinst Schaber Barlock, oder? Nein, ich mag... Bloch? Nein, Kmoch. Kmoch? Das ist doch irgendwie Bauernendspiele. Was? Also erzählst du hier? Nein. Kann ich hier nebenbei mal kurz googeln? Ja. Also wo nehmen wir unsere Partien von für montags her? Oder Bloch. Bloch oder Kmoch? Die gibt es beide und die haben beide Bücher geschrieben. Es gibt auch Barlock. Nein, den meine ich aber nicht. Den gibt es. Ja, aber die Bücher finde ich jetzt nicht so gut. Du hast sie aber alle. Ja. Bauern gewonnen, skandinavisch, läuft. Meine erste Eröffnung läuft, wenn ich es jetzt nicht anderweitig einstelle. Ach ja, Kmoch, Kunst der Bauernführung, das gibt's, aber das meinte ich gerade gar nicht, sondern dann meinte ich doch Bloch. Block, Bloch. Das ist so ein Taktikbuch. Oh Mann. Ja, und wo wir unsere... Ja, Zug um Zug ist auch ein Gesellschaftsspiel, das stimmt, das macht auch Spaß. Wo wir unsere Partien für Montag hernehmen. Tatsächlich haben wir ein paar Partien aus dem John Nunn-Buch, was ich gerade vorgestellt hatte. Sonst recherchieren wir aber auch sehr viel selbst, gucken immer uns die aktuellen Partien an, schauen, was da so los ist, gehen auf verschiedene Schachseiten und holen uns da Inspiration und natürlich auch unsere eigenen Partien. Ich ertappe mich jetzt auch immer dabei, dass ich schon während ich spiele immer überlege, für welches Thema sich das eignen könnte. Stehe ich auf Gewinn oder auf Verlust? Kannst du mir das sagen? Ja, hier, Bloch. Block. Für mich steht da Block. Nein, das ist ein Russe oder so. Nee, nicht 600 Kombinationen, aber, obwohl vielleicht sind da auch 600 drin. Das heißt nur irgendwie anders, Schachtaktik oder irgendwie so einen 0815 Namen hat das. Aber da sind auf jeden Fall die Aufgaben so strukturiert, die sind immer nach Thema, also zum Beispiel Fesselung oder Abzug oder so. Das an sich finde ich eigentlich nicht so toll, weil dann weiß man ja vorher immer schon, nach was man gucken muss. Aber was ich da gut finde, dass die immer mit Punkten markiert sind, wie schwer die Aufgaben sind. Das fängt bei 1 an halt, das sind dann meist irgendwie einzügige oder zweizügige Aufgaben. Dann geht es aber hoch bis 13 oder so und das sind dann echt schon richtig schwierige Kombinationen, wo man lange überlegen muss. Das heißt, ich habe das Buch auch insgesamt schon oft durchgearbeitet und das erste Mal habe ich dann halt nur die Einer und Zweier gemacht. Und dann später habe ich 3er, 4er, 5er gemacht und so weiter. Und irgendwann konnte ich dann alle. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil da ist halt echt für jeden was dabei, was mir passiert. Ja, du blubberst mir die ganze Auswahl voll. Ich bloche dir das auf. Ja, furchtbar. Nein, ich spiele einfach. Ich dachte, ich stehe auf Gewinn. Stand ich vielleicht auch, aber dann stand ich schlecht. Jetzt muss ich kreativ werden und einfach seinen offenen König irgendwie ausnutzen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Aber kommt gleich. Ich mache mich auf den Weg.
Läuft. Ja, eine Turnierpartie am Tag, das ist so mein Ding. Eine zweite vielleicht noch, aber nach Turnierpartien blitzen ist irgendwie doch nicht so. Haben wir jetzt die Erfahrung gemacht. Ja. Okay. Ach ja, Schach verstehen, Zug um Zug. So könnte es heißen, das stimmt. Ja, so heißt es auch. Bei mir ist das von Bloch Orange, aber vielleicht habe ich auch noch so eine DDR-Ausgabe. Es kann auch sein. Es werden schon wieder Tonprobleme unterstellt. Was? Was? Hier gibt es kein Mono. Hier ist alles in Dolby Surround und in 3D. Ich muss eine Figur weniger irgendwie noch retten. Da habe ich vollstes Vertrauen in dich. Ich weiß. Ja, ich stehe auch gut. Ja, du hast ja immerhin ein, zwei, drei. Wir haben immerhin drei Bauern dafür. Ja, aber was für welche? Granatenbauern, die laufen gleich durch. Ja, immerhin bam, bam, schützen bam. Die deinen König. Guck mal, im Tandem ist sowas auch immer super, wenn du da den König voll eingeigelt hast. Ja, stimmt, dann kann der Gegner schon nichts mehr machen. Und genau so wird das jetzt ablaufen. Und dann muss ich noch meine Bauern zum Laufen bringen. Die marschieren. Bam, bam, bam. Wo marschieren sie hin? Ach, bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ich dachte, weiter. Du wolltest mit den Bauern laufen. Später. Man soll die Türme benutzen, denn dafür sind sie da. Mhm. Ja, aha. Wird das ein Angebot einer Zugwiederholung? Nein. Macht aber nichts. Ich gehe da. Bitte voll auf Sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist eingestellt? Ja. Noch mehr als ohnehin schon. Oh mein Gott. Oh Gott. Ach. Ist das furchtbar. Ich habe schon ein kleines bis mittleres Drama hier. Ist. Oh mein Gott. Oh, ist das. Ist das furchtbar. Da geht's hin. Attacke. Oh Mann. Es ist schon eigentlich wieder lustig, ne? Was tun? Droht doch nix. Alles noch im dunkelgrünen Bereich, meinst du, ja? Oh mein Gott, den hat er gut gesehen. Es wurde gefragt, ab welcher Stärke? Was ist mit Läufer C4 oder so? Ja. Schlag doch auch mal raus, du hast doch bessere Zeit. Und jetzt wirst du nicht mehr matt und jetzt spielst du auf Zeit. Jetzt werde ich nicht mehr matt, ja? Dann vielleicht. Dann erläuter mal. Naja, zumindest nicht so schnell. Dafür verlierst du jetzt alle Bauern und kannst dich nicht bewegen. Und 20 Sekunden sind leider echt doch viel Zeit. Naja. Nein, H5 geht noch. Attacke. Ja, hier. Geht doch. Sogar mit Schach befreit. Du hättest noch H4 mit Schach spielen können. Und jetzt kommt der König, sag ich dir. Attacke! Ja, wir werden schon charmant gefragt, was heute los ist. Wir verlieren so oft. Das ist tatsächlich gerade etwas dramatisch. Nein! Es wäre so locker auf Zeit gewonnen gewesen, ne? Oh nein! Und dann. Wieso dachte ich denn? Ich dachte, er schlägt da, ne? Ja. Jetzt teste ich das doch mal, ob das funktioniert. Bin ich weg? Einigermaßen? Nee. Man sieht noch viel. Ist das ein furchtbarer Tag für die Schachgeschichte? Aber gut gespielt, Johann. Na, obwohl, also die Eröffnung vielleicht auch nicht so gut, weiß ich nicht. Ich dachte, ich könnte hier auf Gewinn stehen. Nein, da nicht. Da ist schon alles zu spät. Ja, keine Ahnung. Vielleicht doch einfach da nehmen, ne?
Dann ist alles im Lot. Jetzt zum Beispiel H5. Sieht schon ganz gut aus, ne? Ja! Okay, machen Ja, wir okay, weiter. warte, wir beantworten erstmal ein paar Fragen. Das kriegen wir besser hin als Schauspiel. Also, erstmal war die Frage nach dem Dvoretzky-Endspielbuch. Ab welcher Spielstärke wird das empfehlen? Also, ich weiß, dass ich damit gearbeitet habe, als ich ungefähr 2000 hatte, hätte ich gesagt. Ich spiele einfach und verliere nach ein paar mehr Und Partien. Ich fühle mich damit du bist schwarz. jetzt im Suizidmodus, Ja, ja. ja, ja. Völlig selbstgefährdet fahre ich das Ding gegen die Wand. Also, ja, so ab 2000, aber ich glaube eigentlich, dass man auch Level schon. 4. Kompetenzbild. Ah, okay, was steht noch? Ja, ich glaube aber, dass man da auch schon früher mit anfangen kann. Also kommt immer darauf an, ob man es sich alleine anguckt. Dann macht es vielleicht Sinn, wenn man schon ein bisschen mehr Wollte ich einmal Spielstärke hat. Neidorf abhaken, ne? Oder wenn man mit Trainer oder mit jemand anderen zusammen, dann kann man das auch schon früher machen, weil dann hat man ja jemand, der es einem erklärt. Gut ist auch, wenn man, also man hat ja nicht immer einen Trainer, ne, sondern wenn man dann sich vielleicht jemanden schnappt, der ungefähr gleich gut ist, auch dann macht das Sinn, das zu zweit durchzuarbeiten, weil man einfach, wenn man drüber spricht, das mehr hängen bleibt. Dann zum Thema die Tigersprungreihe habe ich selber noch nicht mitgearbeitet. Du auch nicht, ne? Ich Aber habe noch nie einen Tigersprung wir gemacht. haben schon viel Positives davon gehört. Also wird das wohl ganz gut sein, aber können wir nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Das sind die von Yusupov, oder? Ja. Also er ist auf jeden Fall ein guter Trainer. Ja. Ach, das ist ja witzig. Was denn? Nix. Wir haben gesehen, dass wir da ja sehen können, wie viele Challenges wir haben. Ja, sehr. So, Schach. Bisher nichts los. Ist das jetzt dein Und. Ernst? Es rundet das jetzt ab hier. Nein, ich verliere das jetzt noch zu Ende. Doch. Nein, komm, jetzt. Das ist nicht hier, keine gute Einstellung. Die kann ich als Teil von Meliculas nicht gutheißen. Das ist auch meine Elo, die hier den Bach runtergeht. Attacke. Dafür Jetzt mag. komm, hier mal ein bisschen wieder Konzentration. Okay. Ich konzentriere Sonst mich. kommen sich hier alle verarscht vor und denken, wir machen das mit Absicht. Machen wir nicht, wirklich nicht. Läuft doch alles. Was ist los? Na, jetzt König G7, Ja, gut ist. läuft doch alles. Und der Turm steht bereit für einen mächtigen Angriff War auf der nicht so H-Linie. witzig. Ich sag gerade, ja, bisher nichts los. König F8. Ja, ein Mausslip. Ja, da hatten wir ja schon häufiger welche von. Ja, so schlüpfrig, die kleine Maus. Ja, hier, die hier. Was du jetzt wieder dachtest, will ich gar nicht wissen. So. Nun denn. Was ist, der hängt? Ja, der hängt, den kann er schlagen. Das war so ein Abtausch. Ach so, ich dachte, du hättest gerade Läufer G5 gespielt. Ja. Das würde mich jetzt irgendwie auch nicht so richtig verwundern. Was mit Springer D4 oder so? Mal da reinhüpfen. Sieht auch schön aus. Bringt's auch nicht so wirklich, Es ne? droht, aber Springer schlägt E2, voll der Trick. Ja, und dann kommt Springer F3. Nun denn, so sei es. Aber Hauptsache erstmal meckern. Ups, die Pannenshow. Ja, heute ist echt die Pannenshow hier. Aber so verteilen wir ein bisschen Rating an die Community. Jeden Sonntag um 18 Uhr ist wieder Schenkstunde angesagt.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wann. Wir schon mal so schlecht gespielt haben, ich glaube. Nein, 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 der ist 7. Ach so, geht. Okay, alles klar. Läuft! Vielleicht. Go, go, Noob, GG. Well played, sagt er. Ach, well played heißt das. WP, ja. Ich wollte mich nicht outen. Als Noob? Ey, ich glaube, das kommt an. Yay! Jetzt nur noch aufpassen, dass die Bauern dann nicht durchlaufen hier. Tun sie nicht. Zwei. Dem werde ich Einhalt gebieten. Läufer schlägt K3, könnte auch mal funktionieren. Läuft. Ja, da steht auch gut. Und dann Turm D8 oder so. Also wenn er schlägt. Das wird er tun. Ja. Dann kriegen wir den ja eigentlich zurück. Und eigentlich auch. Mit mehr Zeit. Das läuft richtig rund heute. Ja. Ja, doch. Wir haben schon fast 50%. Ja. Ach ja. Nee, aber auch ich muss auch sagen, ihr habt doch gut gespielt und ja. Da braucht man sich dann auch nicht. Na doch, man braucht sich schon ärgern. Pass auf, dass nicht Turm schlägt E6 mal geht. Ja, das kommt bestimmt gleich. Und wir können nichts dagegen machen. Du kannst. Kannst ja mit der Dame dann nehmen. Oder ist Dame F6? Nö, ist nicht schlimm. Fühlt sich aber irgendwie falsch an, ne? Ist egal. Ist egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Hast du gerade gesehen? Ja. Ach ja. Die Bayern glänzen gerade auch nicht. Wie soll das heißen? Wir glänzen nicht? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, diesen Kommentar. Erkläre bitte. Ja, das läuft auch bei uns. Es läuft doch. Ja. Okay, die Partie werden wir, glaube ich, gewinnen. Nö. Nicht zu voreilig. So. Vorsicht ist die Mutter des Porzellanladens oder so. Deswegen kommt sie mehr. Ja, so war das doch. Hä? Wo hast denn dir das gerade rausgezogen? Aus meiner Nase. Schau. Ja, wir müssen die kleinen Siege feiern. Ne, man muss die kleinen Feste feiern, so wie es kommt. Das war doch schön. König F8 war schon ein sehr grandioser Zug und danach, naja, eigentlich hat es die Taktik entschieden, die Melanie so erblickte. Springer D4. Ach, jetzt wollte ich da gerade nochmal hingehen. Da ist es doch gewesen. Ja, obwohl ich glaube, hier war es noch ziemlich scharf eigentlich. Also wenn er jetzt so macht, dachte ich, wird das sehr interessant. Also, war sowas angedacht oder Turm F8? Haben wir wohl auch eine Figur mehr, aber das ist noch ein bisschen mehr Attacke vielleicht für Weiß. Aber auch unklar, vielleicht auch nicht. Naja, wenn er hier nimmt und dann auf E2. Sei es drum. So, warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben 30 Punkte gewonnen und 62 verloren. Das kann ja nicht sein. Ja, das bezweifle ich auch. Weil wir keine 30 Punkte gewonnen haben. Also. Nee, da hätten wir ja 30 verloren. Insgesamt. Ja, ja, nee, das kommt nicht hin. Mhm. Ja, immer wenn wir gewinnen, kriegen wir ja nur einen Punkt. Und wenn wir verlieren, verlieren wir ungefähr 40, habe ich das Gefühl. Warte mal, war jetzt unten oder oben dran? Ich glaube, unten war mal wieder dran, ne? Der Olaf. Oha. Oha, wir haben Weiß. Ja, wow. Dann kann das jetzt ja nur gut gehen. Kannst du machen, E4 würde zu mehreren Varianten führen, ja, die möglich sind. Dann sagst du mir gleich, wie ich fortsetzen soll. C5. Ja, Olaf, nicht C5 spielen. Ja, zu spät. Da sind wir raus.
Du kannst natürlich noch gegen Neidorf und gegen Drachen spielen. Haben wir hier echt nix? Nee. Toll. Hab ich 20 Sekunden verloren für nix. Wie, dann hat er auch noch so schnell gespielt. Der Wahnsinn. Der erste Zug kriegt man in der Regel noch hin, oder? Nee, der zweite. Sveshnikov hat sich niemand gewünscht, kriegt ihr trotzdem alle. Ja. Das ist ja auch immer so ein Theorie-Battle hier erstmal, ne? Das mag ich auch nicht. Hat man schon, wenn man dann raus ist, schon schlecht. Mora wäre auch noch. Ja, das G6 ist ja interessant. Kenn ich nicht. Mag ich nicht. Das ist bestimmt. Ja, manchmal spielt man das später, um den Läufer da. Ja, aber ich glaube, der ist nicht so gut jetzt. Der ist gerade nicht so gut. Du kannst, so Läufer C4, Läufer B4 sieht auch gut aus. Kommt Läufer D7, ne? Mhm. Ja, kommt. Hey, ja, kommt und? Dann machst du Turm C6 oder so. Ist doch alles... Wie Turm C6? Easy, Puppy, easy. G3, H4, H5 oder direkt H4 und Bauer abfahren. Ja, G3, ne? Ja, dann komm. Ich will aber hier mal auf. Achso, aber deswegen hat man G6 gespielt. Ja, verstehe. Damit man dann. Weil sonst ist dieses Bauernopfer ja. Aha! Aha! Was denn? Ach, Rotläufer G2. Ich sah es zu spät. Tut mir leid, aber B3 spielt man sonst. In der Stellung, weil du die Theorie zu dieser Stellung kennst. Als Idee. Ich wollte dir gerade von Dame F3 erzählen. Ja, kannst du ja immer noch tun. Nein, jetzt geht's nicht. Jetzt erzähle ich dir von, aber dann kommt F5. Ja, siehst du. Aber dann ist auch ein halb so weit. Ist es? Nein. Das ist doch alles so. Mach doch mal Läufer F1 jetzt. Läufer F1. Ja. Das ist die positionelle Granate. Man hätte auch F4 spielen können und dann läuft man nämlich da dann rüber mit dem König nach. Deswegen habe ich B3 gespielt. Aber du kennst das ja alles nicht und erzählt nur irgendeinen Quark. Jetzt hat man nämlich hier den Salat. Mach doch B4, oder? Wieso B4? Das ist doch hier die Schwäche. Wieso sollte ich die auflösen? Du hast einfach mal keine Ahnung, aber gibst es nicht zu. Ich habe die mega Ahnung und du gibst es nicht zu. Was? Laber nicht. Mach doch F4. F4. F4 läuft. Jawohl. Ich wollte das ganz positionell runterzocken. Mit dem B-Mehrbauern sozusagen. Aber das wolltest du nicht. Jetzt musst du damit leben. Ja, du sollst wie Jessin spielen. Ich weiß aber nicht, was ihr da analysiert habt. Aber nicht ich am Schluss. Ja, ich glaube, er meint die Partie gegen dich. Ich hätte noch spielen können, aber es stand noch nicht auf der Starterfutterliste. Nein, das habe ich gerade erst hingeschrieben. Ach so. Okay. Okay. F4 ist natürlich jetzt der positionelle Knüppel, ne, den du rausgeholt hast. Das ist schon... Ja. Machen wir heute eigentlich eine Blindpartie? Oder wird das Drama noch komplettieren? Nein, ich muss meinen Geist ein bisschen schonen. So. Sizilianischer Drachensalat. Eigentlich müssten wir die Sachen auch mal... Oh, ich bin dran. Eigentlich müssten wir die Sachen auch mal aufschreiben, ne? König G2 oder Dame H5? Ja, Dame H5 ist doch supi. Aber der B3... Ja, aber du kannst trotzdem auf F5 dann nehmen. Das sollte dann auch alles klar gehen. Ja. Und was, wenn der F5 gedeckt wird mit Dame D7, dann... Ach, das macht er nicht. Doch, macht er. Wetten? Dann machst du Turm A3. Siehste? Ja und? Positionell spielen. Turm A3, alles in Deckung halten und gleich geht's weiter. Dame D6, aha. Verstehe ich nicht.
Achso, hier. Macht der König F2. Der Blimper, die würde heute nur Kaiserschmarrn werden. Ja, also, Yasin, sag doch mal, ob ich es nicht mehr weiß, die Partie gegen Max Scherer, doch, aber... Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Was hat das jetzt mit der Partie zu tun? Weiß ich vielleicht nicht. Von der Eröffnung? Gut. Das ist hier kein... Ja, es war sowas ähnliches, ja, ja. Aber das war ja kein Pürtsch. Naja, ich bin sowieso jetzt gerade total verwirrt von allem. Ja. Mit der Gesamtsituation verwirrt. Ja, die Gesamtsituation verwirrt mich. So, mach doch Springer B6, komm, machst du jetzt positionell. Das ist knacken. Bumm. Oh, meine Zeit. Shalom, shalom. Shalom. Oh, darf ich weiterspielen? Die Stellung ist so gut. Nur wenn ich darf. Gemein. Ja. Yay. Aber verzock's nicht. Wieder. Könnte ich einen Schluck Kaffee bekommen? Ist da nur was drin? Nein. Schade. Ja. Ach ja, stimmt. Wir brauchen einen IM-Titel für unseren Account. Das könnte man mal anregen. Und damit alle, die gegen uns gewinnen, dann auch so eine Badge bekommen. Mhm. Finde ich eigentlich vernünftig. Sehr guter Einwand. Können wir machen. Diese Stellung ist so schön. Jetzt muss ich das nur noch schöner machen. Dann kannst du vielleicht Tom H5 oder so. Ja, und dachte ich, geht allein, deswegen bin ich nicht einsteigen. Ach, Springer D5 Schach. Natürlich. Oh ja, das wäre außerdem eine Option gewesen. Ach, ich bin ja so blind heute. Vielleicht geht's noch im nächsten. Ja, Olaf, spiel. Mal was anderes. Ja. So eine Patch sollte aber was Besonderes bleiben. Also, das ist ganz schön gemein. Ja, das ist schon etwas, ja. Mit dem Turm oder mit dem Springer? Mit dem Turm. Mit dem Turm. Mit dem Turm. Aha. Nee, doch. Aha. Was droht er denn da überhaupt? Weiß ich nicht. Ich muss da trotzdem etwas näher rangehen, um das Ganze zu begutachten. So, jetzt spiel ich schnell, mein Schatz. Und keine Zeit mehr. Ich kann dann immer auch nicht hingucken. Das ist wie in einer Turnierpartie, wenn es spannend wird in der Zeitnot, dann kann ich immer nicht zugucken. Also bei meiner eigenen Partie schon optimalerweise, aber wenn hier Nico spielt, das ist immer nichts für mein schwaches Gemüt. Aber jetzt sieht das doch ganz gut aus, was du hier treibst. Hast ja auch mehr Zeit. Wie böse du guckst. Ich gucke immer böse, du kennst mich. Mit Blicken kannst du ja nicht matt setzen. Na, das war nur ein Bluff, ich geb's ja zu. Was machst du hier? Bis gerade warst du noch souverän. Was denn? Was denn? Ja, ist gut. Es hätte auch noch matt werden können. Und Patt auch fast. Nein, das wäre nach Tom F8 matt gewesen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Bei Blitz Enemy fehlen noch die Badges für Frauenmeister verböbeln.
Doch, eigentlich sollte man eine GM-Badge bekommen, wenn man gegen mich gewinnt. Sehe ich genauso wie Yasin. Okay. Meinst du, dieser Ton steht dir heute zu? Nein. Überhaupt und gar nicht. So. Ja. Ja, wir fassen mal jetzt zusammen. Heute hatten wir sehr starke Gegner, die sehr gut gespielt haben. Und was heißt denn dieses GG? GG, good game. Ach so. GG. GG Hadid. Ja. Na, die kennst du jetzt wieder nicht, oder? Ist das irgend so ein Promi oder so? Das ist ein Model. Ah ja, okay. Nein, ich kenne nur GG, well played und sowas. Good game. Ja, also wir hatten viele starke Gegner, waren selber noch ein bisschen Matsch im Kopf, haben uns ziemlich vermöbeln lassen heute, aber nächste Woche schlagen wir wieder zu. Ja, und erobern diese Elo-Punkte zurück, die wir heute verloren haben. Und dann ist auch schon wieder Zeit, dass wir uns verabschieden. Ja. Wir wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Sonntagabend. Gerne haben wir diese Elo-Punkte an euch verteilt heute. Ja. Eine großzügige Geste von euch. Heute unseren, nee, das ist eigentlich blöd, wenn wir sagen, wir hatten Spendentag. Weil wir haben sie einfach echt verdient, diese zu verlieren. Ja, so. Und ihr habt sie verdient zu gewinnen. Genau. Also. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Eben. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid zur Lernstunde. Morgen geht's ab mit dem nächsten Angriffsblock. Angriffsopfer, das Thema der morgigen Stunde. Solltet ihr nicht verpassen. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.